Morgens ist hier super wenig los, würde ich sagen, lohnt sich, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt einer der Top-Top-Spots. Auch super viele Supper hier im Wasser. Schönen guten Morgen am 23. Oktober 2021. Wir sind immer noch in Lagos. Unten beim Kap, beim Leuchtturm. Sonnenaufgang geguckt, habt ihr gerade gesehen. Wunderschön. Und jetzt machen wir hier den kleinen Rundweg einmal rundherum. Ich blende hier mal ein, wie das heißt. Müsst ihr jetzt gerade kurz nachgucken. Aber das ist auf jeden Fall eins der Highlight-Spots hier an der ganzen Algarve. Also schauen wir uns das gemütlich an. Ponta da Piedade, so heißt das. Die Felsen der Landzunge Ponta da Piedade gehören zu den schönsten Formationen der Algarve. Diese spektakuläre Kalksteinküste umfasst Steinsäulen, die aus dem Meer herausragen, fragile Steinbögen und versteckte Grotten. All dies wurde durch die ungeheure Kraft mächtiger Winterstürme geformt. Zur Sonnenaufgangszeit waren wir hier mal wieder fast für uns allein und konnten diese atemberaubenden Aussichten somit umso besser genießen. Morgens ist hier super wenig los, würde ich sagen. Lohnt sich, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt einer der Top-Top-Spots. Auch super viele Supper hier im Wasser. Und ein paar Boote. Und mal gucken, ob wir es noch irgendwann schaffen, eine kleine Bootstour zu machen. Auf jeden Fall nur zu empfehlen. Daumen hoch.
landschaftlich erinnert das sehr, sehr stark an die Bay of Islands in Australien, habt ihr auch gesehen. Quasi so ähnlich in klein. Ist schon ziemlich geil. Am Strand Praia dos Tres Irmãos. Genau so wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Jo, wahrscheinlich, oder? Großer, breiter Sandstrand. Und gleich gehen wir in die Richtung. Da sieht es dann ähnlich aus wie heute Morgen, denke ich. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir gehen jetzt also Richtung Osten an der Algarve entlang und klappern die Highlight-Spots ab. Und das immer noch bei allerbestem Wetter. 25 Grad, Sonne, keine Wolke. Geil. Bei Ebbe, was bei uns gerade zum Glück der Fall war, sind Spaziergänge zu den kleinen Buchten im Osten dieses Strandes möglich. Dort kann man dann Steilfelsen mit ihren geschliffenen Formen, kleine Grotten und prekär hängende Felsblöcke entdecken. Hier muss man allerdings immer wieder mit Erdrutschen und Steinschlägen rechnen, daher ist hier Vorsicht geboten. Es war trotzdem herrlich, die kleinen Höhlen und versteckten Buchten zu entdecken. Die Natur hat hier wirklich Einzigartiges erschaffen. Alga Seco. Sieht auch ganz geil aus. An diesem Hotspot kamen wir zur Mittagszeit, also zur Besucherhauptzeit an. Daher war es für unseren Geschmack vergleichsweise voll hier, was die superschönen Ausblicke aber natürlich nur geringfügig beeinträchtigte. Nachmittags ziemlich wellig, der Wind kommt auf, es sind viele Leute in der Höhle. Das ist halt der Touri-Hotspot hier. Also,
gerade hier die Subs aufmachen, dass wir uns einen ausleihen können. Dann kann man nämlich ein Stück weiter noch an so einen kleinen Beach fahren, wo man nur übers Wasser hinkommt. Und gucken wir hier mal, fahren wir gerade zum nächsten Spot und machen das hier morgen früh. Schon mal den Strand, den wir morgen wahrscheinlich von unten sehen, von oben an. Fliegt hier jemand mit einer First-Person-View-Drohne. Sieht schon ganz geil aus. Hätte ja schon Bock, ne? Aber Lissi erlaubt mir das bestimmt nicht. Melissa sagt nein. Melissa sagt nein. Definitiv nein. Die Polizei sagt auch nein, ja. Next up, Praia da Falesia. Richtig geile rote Steilküste mit einem kleinen Strand davor. Stehen wir erstmal oben auf den Klippen, gehen wir gleich mal runter, setzen uns nochmal gemütlich hin, vielleicht baden, mal schauen. Die letzten Sonnenstunden genießen. Das soll an diesem knapp 6 Kilometer langen und wunderschönen Sandstrand wohl kein Problem sein. Dieser Abschnitt ist bekannt für seine roten, mit Pinien bewachsenen Sandsteinfelsen. Er ist einer der bekanntesten Strände Portugals, aber durch seine Länge findet hier jeder einen Platz zum Sonnen, Spazierengehen oder Schwimmen. Praia de São Rafael, da haben wir jetzt auch nochmal kurz den Sonnenuntergang geguckt. Wir sind hier hingesprintet über die Klippen, kleinen Trailrun gemacht, aber noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang da gewesen, habt ihr gerade im Zeitraffer gesehen. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz den Strand an, weil wir nicht genau wissen, ob wir morgen noch Zeit hierfür genau haben. Und dann suchen wir uns was zu essen. Sah aber nicht so spektakulär aus. Die Klippen sind dann vielleicht interessanter, aber... Genau. Es wiederholt sich alles ein bisschen, ne? Haben wir jetzt viel gesehen. Wir gucken nachher, wo wir was zu essen finden und dann geht's ab nach Hause. Damit unser Yannick nicht verhungert. Genau. Doch nichts über eine Pizza im Auto, oder? Romantisch. Wir zu Hause, satt gefressen. Morgen früh geht's wieder los nach Benagil. Kommen wir mal wieder an die Cave kommen. Wir sagen gute Nacht. Und einen wunderschönen Abend. Tag, Morgen, was auch immer. Viel Spaß.